Lombres, me amo Gamafol, me hablo español, ni se gusto, como y estás. Ja, ich weiß, dass es unprofessionell ist und so, aber das ist mir jetzt ziemlich egal. So, ich hoffe, dass es jetzt nicht zu leise und nicht zu laut ist. Ich habe jetzt leider keine Zeit mehr, groß noch was zu schneiden oder sowas. Und deshalb versuche ich einfach mal eine Runde durchzukommentieren im Gleich-Mitte-Style. Ja, Equip, muss ich sagen, geht einigermaßen fit sogar. Die Eisenschuhe hätten sie mir ruhig stattdessen eine Brust geben sollen oder sowas. Aber gut, man kann nicht alles im Leben haben. Allerdings, ich glaube, die Runde sollten wir theoretisch klatschen können, weil Equip war nicht komplett grottig. Da hatte ich schon echt schlimmere Runden. So, an alle, die mir auf Instagram folgen, ganz kurze Sache, wenn ihr das noch nicht tut, könnt ihr das selbstverständlich ultra gerne machen. Das verbiete ich euch nicht tatsächlich. Ja, in meiner unendlichen Großzügigkeit verbiete ich es euch nicht, mir auf Instagram zu folgen. Da heiße ich Gamma for All, The Real. Alternativ auch in der Beschreibung verlinkt oder alternativ auch in einer der Einblendungen von Deti. Ich habe jetzt eine Webcam, das heißt Facecam, und willst du sterben? Ja, gut. Dann hoffen wir mal, dass ich gut zupen kann. Also so Sachen wie Facecam und sowas sind jetzt möglich. Ich muss sagen, eigentlich möchte ich nicht unbedingt, dass man weiß, wie ich aussehe im Internet. Schon allein, weil da irgendein Spaten dann irgendwann auf die. Falls irgendeiner aus meiner Klasse, Schule, Stufe oder sonstiges das dann sieht, dann auf die Idee kommt, warte mal, das war doch dieses eine behinderte Kind. Und dann eins und eins zusammenzählt. Weil an meiner Schule hält sich sowas dann, keine Ahnung, 2 Tage. Bis es die halbe Schule weiß. Und ich absolut. Hacker sind gut. Okay. Und es dann ein paar Tage dauert, bis ich von der kompletten Schule richtig schön abgefuckt werde. Dementsprechend mache ich das nicht. Aber irgendwie sowas wie Handcam oder sowas da drin habe ich gerade auch schon was aufgenommen. Aber ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich die Aufnahme nehme, weil ein bisschen dunkel und ein bisschen weit weg und sowas. Also da muss ich mal gucken. Aber ich meine, Handcam-Streams wären ja auch eine Möglichkeit. Wie man merkt, ist es jetzt heute vielleicht ein ganz, ganz kleines bisschen mehr. Lol, Full Leder. Alter, OP-Equip. Auf jeden Fall, Handcam könnte man sogar tatsächlich auch in Streams oder sowas machen, dass man dann einen Handcam-Stream macht oder sowas. Da bin ich tatsächlich ziemlich offen für so ziemlich alles. Was beinhaltet zumindest, was zumindest nicht beinhaltet, dass ich mich zeige. Sonst könnt ihr das vergessen, weil, wie gesagt, ich habe meinen alten Kanal, also bei meinem alten Kanal lief es mit der Zeit. Und gerade zu der Zeit, wo ich gequittet bin, lief es wieder so wie am Anfang. Am Anfang lief es richtig gut bei mir. Dann lief es ziemlich haprig auf meinem alten Kanal. Also, ich rede jetzt gerade vom alten Kanal, wer sich fragt. Also, dann lief es nicht wirklich so gut. Und zum Ende hin lief es wieder ziemlich nice sogar. Dann bin ich gelieft, weil es mir einfach auf die Eier gegangen ist, dass jeder aus meiner Schule mich damit einfach nur noch abgefuckt hat. Dementsprechend möchte ich, das ist auch der Grund, warum ich von diesem Kanal niemanden aus meinem Real Life erzählt habe. Okay. Den One-Stack habe ich eben schon dezent verkackt, deshalb sollte ich aufpassen. Kompetenter Fuchs, wie heißt der Typ? Irgendwas mit A. Also nicht unbedingt kompetenter Fuchs. Jo, hier sind jetzt über dieser Insel 4 Leute, die theoretisch, wenn jetzt niemand irgendwen angreift, allesamt für Cross-Team gebannt werden können. So, der erste Typ ist down.
Der macht mir Damage. Fuck. Ja gut, ich sag mal, auch wenn das jetzt uncut war und blöd und bla, ich sag mal, dass es das von diesem Video gewesen sein soll. Ich habe gesagt, was ich sagen wollte. Tut mir leid, dass es jetzt unprofessionell oder sonst was war, dass ich es jetzt nicht geschnitten habe oder so. Aber ich habe gerade wirklich lange versucht, Handcam aufzunehmen. Und das war dann mit der Zeit ein bisschen deprimiert irgendwann. Ich hoffe, dass es euch trotzdem gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich ultra über 10 Likes, 10 Abos und 995.324 Kommis freuen. Bis dahin. Ciao.